Hallöchen, Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen hier im Nether. Ja, ich konnte den Weg hier fertigstellen und ich zeige euch mal, wo der so lang führt. Und ich sage euch, das war eine Tortur, da anzuschließen. Ich glaube, ich bin ungefähr dreimal in Lava ersoffen, habe aus Versehen mal ein Pigman angehauen. Nee, das war überhaupt nicht schön. 2, 2,5 Stunden habe ich daran rumgespielt. Jetzt ist schon wieder fast 2 Uhr morgens. Ich werd bekloppt. Aber was tut man halt nicht, ne? Seht ihr, da führt es. Da hinten ist das Tor, das zu unserer Bergbude führt. Und da hinten geht's halt zum Dorf. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und am Inventar sieht man halt wirklich, wie oft ich da schon was verloren habe. Unglaublich. An unserem Spawnhaus hatte ich noch ein paar Eisenschwerter, deswegen habe ich da mal eins mitgenommen wegen den Pigments. Das war böse. Kann euch gar nicht sagen, wie. Aber naja. Jetzt gilt es erstmal, Materialien für das neue Haus zu besorgen. Ich würde mal sagen, wir farmen erstmal eine Menge weißes Holz. Hätte ich vielleicht auch offscreen machen können, aber nee. Man kann es mit dem Offscreen auch übertreiben und das muss nicht sein. Passt bloß auf, Junge. Wir sind jetzt friendly, ne? Aber jetzt legen wir uns erstmal pennen. Nee, nee, nee. Dass ich auch immer so spät aufnehmen muss, ne? Unglaublich. Ah, das sind die Dorfbewohner, okay. Wir mal die ganzen Zombies hier weg. Oh, jetzt hab ich aus Versehen gehauen. Puh, Dorfbewohner, bitte überlebt. Moment, ich müsste mal wieder die Shader anmachen. Nein, nicht Resource Packs, Options, Shader. Brauchbar, sind ja schon ganz schön viele da in der Liste, ne? Und es ist hier irgendwie der einzigste, der bei mir keine Probleme macht. Da wo ich noch mit halbwegs vielen FPS aufnehmen kann. Alle anderen saugen da so viel. Das ist unglaublich. Lass doch mal bitte die Leute hier in Frieden, okay? Nein, wir haben nicht genug Holz für eine Workbench. Hier haben wir auch kein Holz mehr. Dabei wollte ich mir doch nur eine Eisenaxt machen, dass Farmen ein wenig schneller geht. Ich habe schon zwischengehört, aber was zur Hölle? Ich mag nicht mehr. Alter, ich werde hier dauergebasht. Das ist doch nimmer feierlich. Ich hoffe, hier in die Richtung geht's, Richtung Heim. Nee, nee, nee. Was passiert denn als nächstes, ne? Und wenigstens seht ihr jetzt die komplette Trasse, die hätte ich euch nicht vorstellen müssen, ne? Denn jetzt seht ihr sie live. Du Esel! Wo geht's hier zu meiner Spawnhütte? Alter, wo muss ich denn lang? Ich blick hier gar nichts mehr. Einfach mal da hoch auf den Berg, ne? Uah. Verdammt. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Habe ich jetzt so spontan beschlossen. Oh weh, Minecraft, was tust du mir hier nur an? Hopp. Hopp. Tu mal halt ein wenig Jump'n'Run, ne? Natürlich falle ich gleich in die nächstbeste Mulde. Darin habe ich schon ein bisschen Übung, ne?
Also wer die letzten Parts verpasst hat, der hat was verpasst. Dieses Dauergebäsche, ne? Aber manchmal denke ich mir echt, hä? Junge, das ist doch nur Minecraft. Bist du jetzt zu blöd, zu Minecraft zu spielen? Und irgendwie denke ich mir, ich bin hier der einzigste Let's Player, der die ganze Zeit gekillt wird. Ist wohl ein schlechtes Omen. Und da wäre ich jetzt beinahe wieder reingefallen. Aber okay. Jetzt weiß ich wenigstens, dass wir hier in der Nähe wohnen. Beziehungsweise unseren Erstwohnsitz haben. Genau. Gehen wir halt durch die Höhle, ist auch schneller. Schaf. Weißt du, wo es hier rausgeht? Ich glaube, das war ein Fehler, hier reinzugehen. Denn jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in der Lage bin, mich in meinem eigenen Höhlensystem zu verlaufen. Aber da sieht es ja richtig gut aus. Yay. Unglaublich. Das waren noch Zeiten, wo wir das hier alles ausgehoben haben. Und hier. Genau. Also manchmal denke ich mir echt, ne? Wenn wir hier irgendetwas brauchen. Die Suppe zum Beispiel. Genau. Das Goldschwert haben wir mal einem Pikmin abgenommen. Falls sich da noch jemand dran erinnert. Nein! Lass es bleiben. Lass es bleiben. Ich habe keine Lust mit dir zu spielen. Nein! Alter, ich wollte mir nur irgendetwas machen und nee, was passiert? Ich werde weggesprengt. Was wollte ich mir eigentlich gerade machen? Eine Axt? Nee. Ich glaube, ich wollte nur mein Inventar irgendwie nicht sortieren. Aber wenn die Ender-Chest jetzt kaputt ist, oh nee. Das wäre jetzt schlimm. Kann ein Creeper eine Ender-Chest vernichten, also so, dass sie nicht mehr funktionstüchtig ist? Das habe ich ja nämlich noch nicht probiert. Und es wäre sehr ärgerlich. Vielleicht will das Spiel ja auch nicht, dass wir unsere Bergbude verlassen. Denn unserer Bergbude waren wir ja relativ sicher. Und so ein Dorf, das zieht ja allerhand Gesindel an. Zombies, Creepers. Und wenn die Mitbewohner die Tür hinter einem aufmachen, beziehungsweise man sie selber hinter sich offen lässt, und der Dorfbewohner die dann nicht zumacht, dann hat man ein Problem. Aber langsam kenne ich den Weg hier hin in- und auswendig. Ist ja unglaublich. Wenigstens etwas Positives an der ganzen Sache, ne? Nein, da bei den Fackeln geht's rein. Genau, ich erinnere mich. So, als wäre es vor 5 Minuten gewesen, wo ich den Weg das letzte Mal gelaufen bin. Aber das wäre gelogen, denn es ist mindestens 10 Minuten her. Pam, 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 pam. War richtig schlimm hier. Au, 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 au. Ich hätte vielleicht noch ein Züppchen mitnehmen sollen. Hier lang. Genau. Pam, 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 pam. Und ich habe die verzauberte Diamantenspitzhacke schon längst aufgegeben, weil ich glaube, die erreichen wir nicht mehr. Und so wertvoll war die an sich ja auch nicht. Oh, wie dunkel es hier plötzlich drin ist mit einem Shader, ne? Naja. Hoppala. Hm.
Nee, ich glaube, hier renne ich wieder rückwärts. Hier muss ich runter. Jo. Immer weiter in die Tiefe. Und da sind wir schon. Welch ein Spektakel. Jetzt bin ich aber gespannt, ob es unsere Ender Chest überlebt hat. Und was von dem Haus eigentlich noch übrig ist. Hallo, wow, wow. Hast du dir Aua gemacht? Das tut mir aber leid. Gehen wir mal hier rauf. Hundi, bei Fuß. Dann halt nicht. Alter, hier schaut's ja aus. Nö, das Bett ist weg. Yay, wir können nicht mehr schlafen. Na, du machst ein wenig umbauen und Gutes. Hey, ich habe jetzt auf einmal 5 Holz, cool. Aber ich glaube, die muss ich da in den Boden reinhauen. Weißt du was? Yay, ich habe ein Achievement. Juhu. Sechzehn Scheiben sollten genügen, ne? Würde ich mal spontan behaupten. Ach, Hündchen. Wo tut's denn Aua? Alter Schwede. Wisst ihr was? Hier tauschen wir den Boden einfach aus und Gutes. Was pflanzen die hier so an? Weed? Oder Möhrchen? Moment, warum tue ich die Möhrchen hier rausreißen? Und es wird Nacht und ich habe kein Bett mehr. Super geil, ne? Hundi, warte mal. Ich habe da was für dich. Hundi. Reicht das? Noch eins? Jawohl. Und Sitz. Mach Sitz. Braves Wauwau. Hab ich hier nirgendwo ein Bett? Wisst ihr was? Ich tu da mal ein paar Schafe notschlachten. Dafür nehmen wir das Goldschwert hier. Eine Wolle, yay. Ich habe kein Holz, nein. Da lasse ich mir was einfallen. Ich habe Holz. Frag mich, was ich da die ganze Zeit quatsch. Und wo ist eigentlich mein Dark Oak hin? Ach ja, ich glaube, das liegt da unten drin, oder? Habe ich das in die Ender Chest reingelegt? Leute, es tut mir leid, aber ich leihe mir mal ein wenig Holz von euch aus. Moment, das haben wir gleich. Bam, bam, bam. Dann setzen wir uns wieder an Spawnpunkt. So, und jetzt können wir uns ein paar vernünftige Äxte machen. Lasst bitte die Tür zu, solange ich am Craften bin, okay? Wo ist mein Eisenschwert hin? Ach, da. Machen wir sich noch ein paar Schaufeln. Da haben wir das Glas wieder rein.
Und dann gehen wir mal Holz farmen. Wo war hier ein Birkenwald? Ach, da hinten. Okay. Bis so weit ist es ja gar nicht hin. Was hier geplant wird, ist momentan, ich denke mal, so ein riesiges Haus. So im Debitor-Style. Nur wird es halt nicht 1:1 nachgebaut. Es wird nicht einmal ein Halbnachbau oder so. Es wird einfach nur ein Riesengebäude, das versucht wird, sehr funktionell eingerichtet zu werden. Ja. Denn wer will denn schon einen Nachbau? Ich für meinen Teil nicht. Weil da könnte ich mir gleich die Map downloaden von ihm und sagen, hey, das habe ich gebaut. Und nee. Ted habe ich schon nun wirklich nicht nötig. Ich habe ja auch ein wenig eigene Fantasie. Und ich werde nicht zögern, diese zu benutzen. Yeah. Ich hoffe, die Bäume geben genug Saplings her. Damit wir uns stadtnah einen eigenen Pflanzen, natürlich einen Wald anpflanzen können. Das steht schon mal fest. Wir brauchen ein eigenes Wäldchen für Birkenwald und so. Ein eigenes Wäldchen für Birkenwald und so, natürlich. Einen eigenen Standort für... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nee, ist ja auch schon spät. Ich glaube, und einem Stack komme ich hier nicht weg. Auf jeden Fall werden die ganzen Bäumchen ein wenig näher ranziehen müssen. Verdammt, verdammt, verdammt. Was war das jetzt wieder für ein Abenteuer? Der Sapling dachte, er kann sich vor mir verstecken, aber nicht da. Nix da. Der wird eiskalt mitgenommen. Ey, ich komme hier nicht raus. Jetzt wollen die mich verarschen, oder was? Ich sollte erstmal die Stone Axe benutzen. Würde ich mal spontan behaupten. Wow, wow, wow. Und 5 ist ja nicht gerade berauschend. Ich glaube, diese Bäumchen, die ich hier mittendrin abreiße, die werden nicht wirklich decayen. Würde mich auch sehr wundern. Bam, 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 bam. Ja. Nee. Bam, 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 bam. Ja, Bäume fällen ist an sich auch extremst langweilig. Aber was willst du tun? Zwei Bäumchen nehme ich noch und dann renne ich dann mal Richtung Dorf und suche mir mal einen geeigneten Bauplatz aus. Yay, noch ein Zeppelin aufgefangen, sehr schön. Liegt auch noch einer rum. Boah, und ich sehe den Dark Oakwood von hier. Dark Oakwood, den Dark Oak Baum. Nee, um die Uhrzeit verabschiedet sich meine Sprache sehr regelmäßig. Man merkt es schon. Und ich würde mal spontan behaupten, aus diesem Grund werde ich den Part mal beenden. Ist ja auch schon lang genug. Und Länge ist zwar nicht alles, okay, gebe ich zu, aber naja. Da steckst du halt nicht drin. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.